Hotel. This is drone operator. I have an unauthorized boat in outer blue going approximately 35 knots. Please identify. Copy, drone operator. Do you see a sail number? I can see Alpha Uniform Tango 3 with an alternate flag. Copy, give me a second. Hinter uns mit vorausgesagt war Super Seabreeze, 11 Uhr Start, zwei wieder herinnen, Champagne Conditions. Was passiert ist, es sind lange Startverschiebungen gewesen. Wir haben auf der 3 Stunden am Land gewartet, 2 Stunden am Wasser und sind dann am 6. erst wieder reinkommen nach 2 mühsamen Wettfahrten, wo wir mehrfache Startversuche hinter uns gehabt haben. Der Tag hat sich in die Länge gezogen. Das hat genauso viel Energie gekostet wie jetzt manche am Trainingstag. Aber das sind genau die Tage, auf die man sich so lange vorbereitet. Und das, glaube ich, gibt die Kraft, dass man dann diese 5-6 Tage jeden Tag voll motiviert in der Früh weitermacht und sich sogar wünscht, am letzten Tag im Medal Race dabei zu sein. Der Vormittag beginnt mühsam. Es fehlt an Wind. Doch dann wird es plötzlich unruhig. Man wird an die Startlinie beordert. Ob man bereit ist oder nicht. Dafür bleiben nur wenige Minuten. Sobald du die umzogen hast und in den nassen Neopren, wenn sich der mal erwärmt hat, und rausgehst ins Wasser, ist das vergessen. Ja, es gibt. Ich mache das jetzt mittlerweile schon länger, immer noch nichts Geileres wie mit Vollspeed die Welle runter zum Fetzen und probieren das Boot einfach nur so schnell wie möglich zum Segeln. Das ist so ein cooles Gefühl. Ich glaube, jeder Segler kann das bestätigen, das ist einfach so geil. Wenn der Wind reinkommt, die Welle pusht es dahin und das ist was Faszinierendes, ja. Und ich habe schon viele Wellen gesegelt mittlerweile, aber immer wieder aufs Neue ist das Gefühl da. Und solange das Gefühl da ist, dass es einfach geil ist zum Segeln, dann solange ist Motivation da. Ganz einfach.
totally last, also the second upwind, you were together with the last. The gate. The gate, yes. Yeah. Upwind, you turned together. Then we had really nice lanes. Because not all the boats that went to the right gained so much. You gained 50 boats. Yeah. Then also the last downwind was important. Well, the last downwind was fucking important. We caught another 10 boats, I think, on the last downwind. No, no. Everybody who chipset in front of us were 5 boats we got. You turned up there 15. Ah, 15, and we finished 11. Aber wenn du in die Regatta reinstartest und dann dich nach den ersten 3 Tagen irgendwo im Mittelfeld vorfindest, dann weckt das natürlich auch irgendwo einen Ehrgeiz und man möchte dann dort nicht hängen bleiben bei dieser Platzierung. Dann hat sich irgendwas geändert in uns und das ist halt interessant, weil das zeigt schon, dass man irgendwo auf Knopfdruck auch Leistung abrufen kann, aber natürlich, wenn das Aktivierungsniveau nicht dort ist, wo es sein sollte, dann es nicht von alleine geht, dass man die Ergebnisse bringt. Also die Konkurrenz ist beinhart. Wenn man nicht voll am Punkt ist, dann findet man sich halt nicht vorne im Feld. Untermengen. Hilf mir.